80.000 TeilnehmerInnen erleben beim Mobile World Congress in Barcelona, welche Trends aktuell die Mobilfunkbranche revolutionieren. Auch österreichische Unternehmen sind mittendrin, zum Beispiel Skinscreener. Es handelt sich hierbei um eine künstliche Intelligenz, die das Risiko von Hautläsionen im Hinblick auf Hautkrebs evaluiert. Und es funktioniert sehr einfach, indem man einfach mit dem Smartphone ein Foto macht und innerhalb weniger Sekunden innerhalb unserer App eine Antwort bekommt. Laut einer Studie der Med-Uni Graz erkennt Skinscreener fast alle relevanten Hautkrebsarten mit einer klinischen Genauigkeit von 95%. In Barcelona nutzen die Start-up-Gründer die Chance, sich international zu vernetzen. In der Zukunft möchten wir zum einen den B2B-Bereich stärker natürlich mit unserer Technologie ausstatten und auf der anderen Seite regional Richtung Australien expandieren, weil Australien und Neuseeland die höchste Hautkrebsinzidenzrate weltweit aufweist. Neben Apps ist die Entwicklung der Mobilfunkstandards 5G und 6G eins der Hauptthemen beim Mobile World Congress. Die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung soll noch höher werden, die Reaktionszeiten kürzer. Doch dafür braucht es vor allem eins: eine gute Infrastruktur. Österreich ist besonders stark, wenn es um die Infrastruktur geht. 92% aller Haushalte haben bereits einen 5G-Empfang. 99% aller Haushalte einen 4G-Empfang. Das sind Zahlen, die sich die meisten anderen Länder nur wünschen können. Unser Ziel ist es natürlich, die Infrastruktur mal auf 100% auszubauen. Also 100% aller österreichischen Haushalte sollen einen 5G-Empfang haben. Deswegen gilt Österreich auch als optimales Testland im Mobilfunksektor. Der Ausbau des Mobilfunks hilft in vielen Industrien, zum Beispiel bei der Fernsteuerung von Maschinen und Autos. Und daraus ergeben sich zusätzliche Anwendungen von Industrie 4.0, dem freifahrenden Roboter, flexiblen Produktionsstraßen bis natürlich auch zu ganz konkreter Anwendung für den einzelnen Konsumenten. In Barcelona präsentieren die Big Player der Mobil- und Tech-Branche ihre Innovationen. Inmitten der imposanten Vorstellungen wird deutlich, dass auch Österreich in einigen Bereichen bereits vorn mit dabei ist. Auf der einen Seite ist es immer gut zu wissen, was der Wettbewerb so tut. Das heißt, sich zu vergleichen mit den anderen, mit denen man gemeinsam in den Wettbewerb tritt. Auf der anderen Seite stellen hier die Weltmarktführer aus. Somit kommen wir mit viel Innovation und Inspiration nach Hause. Wo gehen die Trends hin? Und wie können österreichische Produkte und Dienstleistungen da ganz vorne mit dabei sein? Wie viel sich gerade verändert, verrät ein Blick in die Vergangenheit. Wir wissen, dass alles in Zukunft viel schneller werden wird. Wir haben die Entwicklung ja auch schon gesehen. Jeder kann sich erinnern, wie er vor 10 Jahren noch einen Film runtergeladen hat. Man hat in der Zwischenzeit zig Sachen machen können, bis das einmal fertig war und dann hat man es anschauen können. Und mittlerweile geht es so. Ja, es wird schneller, es wird umfassender. Wir können uns einfach auf eine gesamtheitliche Revolution in der Industrie einstellen.